Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Mafia 2. Wir waren beim letzten Mal hier in dem Gebäude drin und haben uns ein paar Ölmarken geklaut. Und jetzt fahren wir mal zurück zu Freddy's Bar, lassen uns hier nichts anmerken. Oh, ein Obdachloser. Hallo, du hast nichts gesehen. Ich glaube, du hast eh nichts mitbekommen. Und ja, ne, da stehen sie schon. Und da kommt noch ein weiterer. Ich glaube, sogar hätten wir geschossen, dann würden wir uns erkannt haben. Und dann wären wir auf der Fahndungsliste. Dann hätten wir uns umkleiden müssen. Das heißt, damit sind wir wahrscheinlich noch ganz gut rausgekommen. Das fällt mir nämlich gerade so ein. Oh, ein schöner Drift. Und wir sind schon da. Diesmal parken wir hier. Da hört man wieder die Sirenen. So, erfolgreicher Job. Und wie ist's gelaufen? Leider ziemlich unschön. Konnt's nicht verhindern. Wir hatten eine Abmachung. Weißt du noch? Wenn's Probleme gibt, kriegst du nur ein Drittel der Kohle. Na, dann lass mal sehen. Scheiße. Stimmt was nicht? Das kannst du laut sagen, dass was nicht stimmt. Diese Marken haben nämlich ein Ablaufdatum und das ist zufällig morgen. Und was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass sie dann verdammt nochmal wertlos sind. Aber warte mal. Wenn du sie bis Mitternacht an den Tankstellen abgibst, können die sie abstempeln und einlösen. Also klapperst du jetzt fleißig Tankstellen ab bis Schlag 12, sonst schauen wir in die Röhre. Wenn du sie nicht los wirst, gehst du leer aus. Moment, das war nicht abgemacht. Von dem Ablaufdatum war nie die Rede. Tja, ist eben scheiße gelaufen. Wenn du das über die Bühne bringst, hast du was gut bei mir. Na geh schon. Je mehr Marken du los wirst, desto mehr Kohle gibt's. Eieiei, jetzt aber schnell. Die ist auf jeden Fall schwieriger, die Aufgabe. Da habe ich damals mehrere Versuche für gebraucht. Beim letzten Lauf habe ich es, glaube ich, geschafft direkt. Aber wir müssen jetzt ein bisschen planen. Also, die erste ist geradeaus, sondern rechts, ne? Ist das? Doch, rechts, genau. Wenn wir nach unten fahren, müssen wir... Wenn wir nach links müssen, ist es dann umgekehrt nach rechts. Ach, jetzt bin ich falsch abgebogen. Egal. Sind wir ja schon auf halbem Weg. So, keine Zeit verlieren, direkt zu rumdriften. Jo, ach nee, parken, verdammt, oh Gott. Ach komm schon. Ja, jetzt. Hey, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher. Jo, nimm, okay, hier. Nimm die. Ja, mit der Kohle. Ah, okay. So, ganz kurz, jetzt müssen wir rechts rum und einfach geradeaus und bei der hey, großen rechts. Hier ist das Geld. Danke, komm. Ja. Und du hast mich nie gesehen, klar? Na komm, gib Gas. Go, go, go. Also hier lang. Dann über die Kreuzung auf die kleinere Straße und dann die nächstgrößere wieder rechts. Ja. Ich war mir gerade unsicher. Sah auf der Karte nicht so weit aus. Oh, oh Gott. Ach, da vorne, okay. Auf der Straße bei Joe. Und weiter geht's. So, hoffentlich klappt das bei der nächsten Marke ein bisschen besser. Und dass wir die direkt verkaufen können. Oh, verdammt. Ja doch, da fahre ich direkt schon richtig ran. Ah. Hey, schon besser. Willst du vielleicht ein paar übrige Benzinmarken? Aber immer. Wo hast denn du die her? Ach, vergiss es. Will's gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja klar. Ich hoffe bloß, ich krieg keinen Ärger deswegen. Keine Angst. Halt einfach den Mund. So, also, nächste befindet sich... Oh Gott. Wieder zurück. Nee, das ist ein bisschen komplizierter. Hm, wir fahren hier runter und dann... Ich versuch's einfach mal. Das Schwierige ist halt, weil das noch so viele Punkte sind. Da kann man das nicht einschätzen. Wo muss man jetzt ungefähr lang?
Hoffentlich kommt da keiner. Ich glaube, das ist die äußere hier, ne? Ja, das ist die äußere. Fahren wir direkt hier drüber, über diese Abkürzung. Jetzt können wir schön Vollgas geben. In Chinatown sind wir. Nun denn. Hoffentlich kriege ich die Abfahrt noch. Hoffentlich drifte ich da nicht vorbei. Okay, das ist nach der Kurve die erste. Oder nach dem Slalom die erste. Oh Gott. Tut mir leid. Okay, hier rein müssen wir. Langsamer? Nee, im Gegenteil. Ich muss schneller fahren. Ich hätte vielleicht doch den Wagen nehmen sollen, der das erste Motortuning hatte. Also unseren ersten gestohlenen. Wäre vielleicht besser gewesen in dem Fall. So, direkt rein hier. Hey, wir schauen mal auf die Karte. Also, oh Gott. Achso, ja doch. Das ist ein paar Benzinmarken. Wir müssen nur rechts rum. Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung. Kein Problem. Geht aber auch für dich. Sicher, geht klar, Mann. Tschüss. Ich weiß gerade nicht, wie wir in der Zeit stehen. Ich hoffe mal ganz gut. Aber das wird auf jeden Fall knapp werden. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Denn wir wollen ja alle loswerden. Okay, hier müssen wir zurück. So. Bitte nicht auf die Idee kommen, mich anzuhalten. Und hier müssen wir rein. Ach komm schon, LKW. Ich muss vorbei. Nun gut. Und einmal rum. Oh Gott, nein. Egal, scheiß aufs Auto. Jo, wir sind da. Jetzt muss ich planen. Also, es sind halt nur noch die ganz äußeren, ne? Ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Wenn Sie sie wollen, sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem. Verstanden? Läuft die Zeit eigentlich falsch? Versteht sich, ne? Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. Ich glaube, die Zeit läuft nicht weiter. Wir müssen jetzt aber hier runter. Hätte ich gar nicht drehen brauchen. Und dann ganz kurz die zweite rechts, ne? Würde Sinn machen. Die zweite fahren wir rechts rein. Und dann haben wir es fast nur noch geradeaus. Und dann gehen wir die anderen Marken noch schnell ab. Das sind dann noch 3 Stück, nachdem wir bei der nächsten Station waren. Und vielleicht schaffen wir es. Vielleicht. Ist aber ein langer Weg. Oh, hier müssen wir rein. Wenigstens brauchen wir nicht zurücksetzen. So. Schön dranbleiben. Achtung, oh nein, was machst du denn? Jetzt muss ich nur gerade nochmal schauen. Das ist da vorne nochmal. Ja, okay, hier können wir eigentlich rein. Und dann wieder direkt links. Eine Querstraße weiter, genau. Und hier haben wir die Tankstelle. Und direkt auf die Bremsen. Gut. Hier, bitte. Wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Jetzt muss ich nur gerade gucken. Wir fahren am besten hier auf die Brücke. Ja, wir fahren das auf die Brücke. Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. Und go. So, also, um auf die Brücke zu kommen, fahren wir die nächste komplett runter. Ich mach's jetzt einfach. So ein bisschen zickzack müssen wir fahren. Also die komplett runter. Ja. Dann müssen wir hier rüber. Oh Gott, da kriegt jemand keine Briefe mehr. Ich hoffe, das geht gut hier, wo ich gerade langfahre. Komm nicht irgendwo in der Sackgasse raus. Moment. Nee, ich dachte gerade, wir müssen genau nach oben. Das hätte jetzt aber richtig gefehlt.
Dann wären wir falsch gefahren. Aber so wie ich das gerade gesehen habe, müssen wir jetzt rechts, ne? Genau, und dann sind wir schon quasi drüben. Und go! Vollgas! Müssen wir eigentlich... Nee, das ist für rechts rum, okay. So. Ach, das ist ein Tunnel! Das ist gar keine Brücke. Dann macht es Sinn, dass wir die ganze Zeit runtergefahren sind. Ach, schön. Die weichen sogar aus, wenn ich hupe. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Na gut, das bringt mir nicht viel. Ich werde die Polizei nichts hier anmerken lassen. Wir brauchen nur ganz schnell Benzin. Ja, das reicht noch. Ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Okay, wir haben noch ein Viertel der Zeit. Sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Klar, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Okay, das war der letzte. Zumindest alle. Ach so, wir haben es schon geschafft. Wir brauchten gar nicht alle. Ein bisschen was für dich. Ich sollte zu Joseph. Ah, gut. Ah, gut. Auf zu Joe. Postbote, Errungenschaft bekommen. Sehr schön. Alles erfolgreich. Ach ja, schöne Aussicht hier. Oh, ich sehe, es ist nur noch ein Licht am Fahrzeug, was funktioniert. Mal schauen, wie lang. Ist ja der Rad die Treppe runtergefallen oder ausgerutscht? Aber da haben wir nochmal Schweine gehabt hier. Oh, da oben kommt wieder Flieger. Dijon. Oh, wir müssen nach unten rein. Dann drücke ich schon mal die Handbremse. Ja. Tja, ich war halt vor dir, ne? Jetzt können wir nochmal Vollgas geben hier. Uptown. So, oh, ich darf da nicht reinbrechen. Wir wissen ja, was passiert. Oh Gott, nein! Ah. Okay, nochmal Schwein gehabt. Nichts verloren an Leben. Auto ist sowieso im Eimer. Und schön hier reindriften. Ganz ohne Lenken. Das war ja cool. Weg mit dir. Den hier muss ich mir auch mal abspeichern. Aber wir lagern jetzt erstmal den Wagen hier ein. Oh ja, hier stehen ja eine ganze Menge davon. Da kann ich direkt einen holen. So, in der Garage parken. Machen wir direkt. Und dann holen wir uns noch den Kleinen da. Nee, nicht den. Wir holen uns den hier. Oh, na, das. Nein. So, ich habe meine Schlüssel vergessen, ja? Kein Grund zu Panik. Wir sind nur der Parkservice. Wir parken alles ein. Und rein damit. Tunen wir später noch auf. Ich will nur mal gerade schauen, vielleicht fährt hier noch einer vorbei, den wir mal einspeichern sollten. Der ist auch ganz schick da vorne. Naja, machen wir noch. Jetzt gehen wir erstmal zu Joe. Hier war die andere Tür, ne? Genau.
Oh. Nee, ich will nicht in den Keller. Wir wollen nach oben. Ah, gut. Und rein da. Machen wir mal Stimmung hier. Oh ja, cool. Tür schließen. So, wie sich das gehört, fühlen wir uns wie zu Hause und das heißt, wir schauen jetzt erstmal in den Kühlschrank. Wir werden uns jetzt erstmal wieder eine Cola und ein Sandwich. Gut für die Leben. Sandwich bräuchten wir nicht, aber egal. Schubert. Was? Panel, ne? Panel. Panel. Ins Bett legen. Was für ein Tag. Kapitel 4. Murphys Gesetz. Little Italy, 11. Februar 1945. Oh Mann. Sieh an, wusste gar nicht, dass Joe schreiben kann. Wir haben wieder einen Job. Ein ganz großes Ding. Knarre und Dietrich hier nicht vergessen. Und so fängt die Geschichte an. So fängt das alles an. Triff dich mit Joe bei Freddy's. Nimm eine Waffe und Dietrich mit. Haben wir, glaube ich, sowieso immer dabei. Ach so, 2K-Kontobelohnung. Deswegen habe ich die Sachen. Habe ich nie gelesen. Ah ja. Oh. Die alte Jacke. Und los geht's. Na los, können wir hier irgendwas sehen? Hä, was ist denn da los? Gab's da eine Schlägerei oder sind die einfach nur voll? Die sind einfach nur voll. Ich lasse denen mal ihren Spaß. Ach. Ich bin schon wieder zu weit gelaufen. Nun gut. Wir bräuchten mal ein Auto. Darf ich mal kurz? Tut mir leid, Polizeieinsatz. Ja. Oh, schalten wir mal ein bisschen durch. Ach komm, mach die Tür zu. Oh. Nein. Der will nicht. Jetzt. Das hat sich richtig angehört. Ja, jetzt ist sie zu. War fast gut, würde ich sagen. So, ich bin gespannt. Was haben wir jetzt als nächstes zu tun? Wen haben wir denn da? Was ist mit dir los? Den ganzen Tag im Bett gelegen, hä, Alter? Hey, nach dem letzten Job habe ich wohl eine kleine Auszeit verdient, oder? Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Kaffee. Aber wenn Alberto davon Wind bekommt, dann gibt's Ärger. Dann ist die Kacke am Dampfen. Das kannst du mir glauben. Hab gehört, ist wohl nicht allzu gut gelaufen gestern Nacht, hä? Hey, das war nicht meine Schuld. Kann vorkommen. Cool bleiben, Leute. Ist eben eine hochriskante Branche. Wem's nicht passt, der kann sich ja für ein Trinkgeld in den Docks abrackern. Sorry, Henry, wollte ihn nur ein bisschen kitzeln. Also, was ist mit heute Abend? Läuft das noch, was wir gestern besprochen haben? Werden wir gleich sehen. Das sind zwei verfluchte Monate zu viel. Es reicht. Ich will mein Geld. Himmelarsch! Bin ich von der Wohlfahrt oder was? Tu es! Jetzt! Wer war das? Jemand, den du erstmal nicht kennen musst. Passt auf, da hat sich ein Typ Geld vom Boss geliehen, um einen Juwelierladen aufzumachen, zahlt aber nicht schnell genug zurück. Wir treiben die fällige Rate heute Nacht ein. In Juwelen. Plus, einer kleinen Aufwandsentschädigung. Joe, erklär ihm alles. Der Juwelierladen ist im Einkaufszentrum in der Stadt Mitte. Er ist nachts unbewacht. Wir knacken einfach das Schloss und spazieren gemütlich rein. Wenn's so einfach wäre. Es ist so einfach. Wieso muss bei dir immer alles so scheiß kompliziert sein? Du kannst doch kaum eine scheiß Glühbirne reinlegen. Hey, keine Panik. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe Arbeitsklamotten von der Telefongesellschaft aufgetrieben. Wir geben uns als Monteure aus. Na gut, von mir aus. Ja, den Arsch nehmen wir aus wie nichts. Wir warten nur, bis es dunkel geworden ist. 6 Stunden später. Empire Telephone. Serious, oder? Ne, was steht da drauf? Doch, ne, Services.
nicht serious. Jo. Ich habe ein Auto aufgetrieben. Könnte nur ein bisschen eng werden. Ja, ein bisschen sehr eng. Es ist am Hafen gelaufen. Meinst du mit Eric? Ja, der ist eine Nummer, was? Hat er dir einen Job gegeben? Ich musste ein paar Jungs in die Mangel nehmen. War aber nur kein Schiss. Er quetscht das Letzte aus den Dockarbeitern raus, wie damals bei meinem Alten. Naja, er hat dich nicht gezwungen, für ihn zu arbeiten, oder? Aber meine Ma. Hör auf zu jammern und halt dir Derek wahr. Der hat noch bessere Jobs als Werftratten in die Mangel zu nehmen. Ah, hob ihn noch zurück. Was fällt dir denn ein? Und wir müssen links rum. Ach ja, mitten im Winter. Wieso läuft hier eigentlich kein Dean Martin? Wir am Anfang fällt mir gerade ein. Und hier wieder rüber. Oh, da sind wir schon. Nimm den Fuß vom Gas, du Arsch. Nee. Das ist... Dann parke ich doch mal hier. So, ne? Ja, toll. Da lief gerade Dean Martin. Gerade noch erwähnt. Und jetzt müssen wir aussteigen. Ah, super. Okay, hier müssen wir hin. Richtig? Ja, da müssen wir rein. Dann knacke ich mal das Schloss. Eins, zwei und wir sind drin. Öffnen. Scheiße, was ist hier los? Los, Jungs, die Cops tanzen jeden Moment hier an. Tempo! Der verschissene Brian O'Neill? Scheiße, was denn jetzt? Was hat denn so ein Arschloch wie du hier verloren? Barbaro, was hast du hier verloren, du elender Wichser? Du kommst leider zu spät, hier gibt's nichts mehr für dich zu holen. Das ist unser Bruch. Wenn ihr hier lebend rauskommen wollt, dann rückt mal lieber alles raus, was ihr habt. Auf dem Schild draußen stand aber nicht Brian O'Neills Laden, sonst wären wir doch nicht eingebrochen. Wir hätten die Bude gleich abgefackelt. 10:31 in der Westside Mall. Ich wiederhole, 10:31, Einbruch. Hier Wagen 54. Sind dran. Und ich schlag vor, ihr verschwindet, bevor die Cops anrücken. Scheiße! Leg dich am Arm. Kommt nichts wie raus hier. So viel dazu. Und los geht's. Oh, zum Teufel wartet ihr? Sagt alles ein, Jungs! Und wenn die Bullen kommen? Scheiß auf die Lust, jo, los geht's! Ich versuch's ja! Oh nein. Jo, geh vor. Geh vor. Ich mach die Tür mal zu. Achso, ich hab meine Waffe schon ausgerüstet. Ich lad mal nach. Wo schießen sie denn? Oh nein. Hier ist der Punkt, während ich die Tür aufmache. Halt mir die Arschlöcher vom Hals. Okay. Ich hab's gleich. Halt sie noch ein bisschen in Schach. Jetzt kann ich, ob da noch welche kommen. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, denn wir sind am Ende einer Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Beim nächsten Mal machen wir hier mit der Flucht weiter. Bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.